Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video zur U-Bahn-Challenge in Berlin. Und ich erkläre euch einmal ganz kurz, was die U-Bahn-Challenge in Berlin überhaupt ist. Alle U-Bahn-Stationen der Berliner U-Bahn, das sind also wirklich nur die Stationen, die zur U-Bahn gehören, nicht zur S-Bahn oder zur Straßenbahn bzw. Tram, an möglichst einem Tag an einem Stück anzufahren. Eine Station gilt dann als besucht, wenn man entweder an dieser Station ankommt oder abfährt mit der Bahn oder in einer Bahn ist, die an dieser Station anhält. Um das zu dokumentieren, ist es am sinnvollsten, von jeder Station ein Foto zu machen oder in einem kleinen Logbuch aufzuschreiben, zu welcher Zeit man dort war. Zusätzlich gibt es eine Stoppuhr von Abfahren an der ersten Station, das ist, sobald die Tür schließt, bis man an der letzten Station ankommt. Und ja, das Ganze wird dann natürlich versucht, in möglichst kurzer Zeit zu machen. Und ich möchte euch hier einmal zeigen, wie meine Route war und ja, was ich so erlebt habe, so einen kleinen Übergang dazu. So, hier zeige ich euch jetzt nun meine Route. Ich habe angefangen in Rudow, weil das eine der beiden Stationen ist, die am weitesten draußen sind. Und zwar ging es los mit der U7 von Rudow bis zur Haltestelle Mehringdamm. Da kann man wunderbar umsteigen in die U6, gerade wenn man in die gleiche Richtung weiterfahren möchte, ist das auf dem gleichen Bahnsteig einmal quer rüber. Das habe ich auch getan. U6 bis zur Kochstraße, Checkpoint Chani. Da habe ich dann umgedreht bis zum Hallischen Tor, also eine Station wieder zurück. Insgesamt waren es nur drei Stationen. Und dann ging es auf die U3. Die U3 bis zur Warschauer Straße und dann erste Mal, das ist ja erlaubt bei den ganzen Challenges, die S-Bahn genommen, und zwar komplett bis zum Hauptbahnhof, von dort in die U5, zurück zum Alexanderplatz. So, dann gab es die U2, einmal quer durch die Innenstadt durch bis zur Bülowstraße, von dort bin ich ausgestiegen und dann zu Fuß zur Kurfürstenstraße gelaufen von der U3 und dort dann mit der U3 genau zwei Stationen bis zum Wittenbergplatz gefahren, denn ich hätte dort die U1 gebraucht zur Udernstraße, so machen wir Udernstraße an einer späteren Stelle, werdet ihr noch sehen. An der Haltestelle Wittenbergplatz bin ich dann direkt in die U2 eingestiegen, halt interessanterweise die U2 5 Minuten später bekommen, als die, in der ich vom Alexanderplatz zur Bülowstraße drin war. So, da ging es dann bis Ruhleben. Und in Ruhleben gibt es eine Busverbindung, praktischerweise nach Rathaus-Spandau, wo wir dann wieder in die U7 eingestiegen sind und diesmal bis zur Berliner Straße gefahren sind. Von dort eine Station nach Norden auf der U9 zur Günzelstraße, wo ich dann direkt wieder umgedreht habe und nach Süden gefahren bin bis Rathaus-Steglitz. Von Rathaus-Steglitz ein Bus bis zur Haltestelle Dahlem-Dorf, der U3 genommen. Dann bin ich runter zur Krummlanke, da hatte ich ein bisschen Pech, dass gerade sehr viel Verspätung auf der U3 war. Ich musste also recht lange warten. Bis zur Krummlanke runter und zurück bis zur Augsburger Straße auf der U3. So, dann mussten wir natürlich noch die Haltestelle Ulandstraße der U1 abdecken. Also bin ich von der Augsburger Straße zur Ulandstraße gelaufen und mit der U1 zwei Stationen bis Wittenbergplatz gefahren, wo ich dann in die U2 nochmal eingestiegen bin zum Nollendorfplatz, denn die U1 und die U3 hielten zu der Zeit nicht am Nollendorfplatz in Fahrtrichtung Warschauer Straße. Das heißt, ich musste nochmal einmal umsteigen, um dann am Nollendorfplatz in die U4 einsteigen zu können, bis zum Innsbrucker Platz im Süden. Da war es ein bisschen ärgerlich, dass ich an der Haltestelle Rathaus Schönberg nicht halten konnte, weil die immer noch gesperrt war. Das heißt, ich habe technisch gesehen eine Haltestelle nicht abgedeckt in meiner ganzen Rundfahrt. Und dann ging es zurück zum Bayerischen Platz und dort nochmal in die U7,
Ihr seht, die fährt einmal oben schön rum und hält dann am Mehringdamm. Von dort, wo wir schon mal waren, bin ich dann in die U6 Richtung Süden eingestiegen bis Altmariendorf und zurück zum Tempelhof, wo mich dann die S-Bahn einmal quer rüber gebracht hat zur Hermannstraße. Und dann war es die komplette U8. Einmal von der Hermannstraße im Süden bis nach Wittenau im Norden. Und von dort ging es dann mit einem Bus rüber nach Alte Tegel und die U6 runter zur Friedrichstraße zurück zur S-Bahn. Dann mit der S-Bahn am Hauptbahnhof vorbeigefahren bis zur Haltestelle Bellevue. Das ist nämlich die, die am nächsten dran ist, fußläufig an der Haltestelle Hansaplatz der U9. Und das war die letzte Haltestelle der U9, die noch fehlten, zwischen Hansaplatz und Ossauer Straße. Alles andere hatten wir unterwegs schon abgedeckt. Dann ging es von der Osloer Straße mit einer Straßenbahn zum Bornholmer Straße und dann mit der S-Bahn weiter nach Pankow, wo dann die U2 auf mich gewartet hat, um von Pankow noch bis zum Alexanderplatz zurückzufahren. Und dann ging es in die U5, raus nach Hönow bis Karlsdorf Nord zunächst. Aufgrund von Bauarbeiten gab es ab Karlsdorf Nord dann einen Pendelverkehr, das heißt Karlsdorf Nord, dann ging es bis Cottbusser Platz und mit einer dritten Bahn dann durch bis Hönow. Das ist meine Route und da habt ihr jetzt auch noch mit Tegel. Ich habe noch eine Haltestelle unterwegs vergessen. Ja, das ist definitiv nicht die schnellste Route, aber das ist das, was ich versucht habe. Mal gucken, vielleicht habt ihr eine schönere Route. Würde mich interessieren, wenn ihr was Intelligenteres habt oder andere Ansätze. Schreibt es doch mal gerne in die Kommentare. Zum Abschluss gibt es jetzt für euch noch 2-3 Videos von Umstiegen an verschiedenen Haltestellen. Ich schreibe es dann dabei. So, und damit endet die Tour natürlich in Hönow passenderweise und ich schulde euch natürlich noch die finale Zeit, die ich gebraucht habe und es waren jetzt auch auf dem Bildschirm eingeblendet nicht ganz 9 Stunden. Der Weltrekord liegt bei knapp unter 7 Stunden, also ich bin weit davon entfernt. Und damit danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es gibt ein ähnliches Video noch aus Hamburg und es gibt aus Berlin und Hamburg noch jeweils ein Video mit ein bisschen ja, Entwicklung des U-Bahn-Systems jeweils. Also, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.